Rollkragenpulli darf natürlich nicht fehlen. Ich wollte in diesem Video mit euch über das Judo-Skandal sprechen. Ihr habt ja wahrscheinlich alle den Bronzekampf im Mixteam Deutschland gegen Südkorea im Judo gesehen bei den Olympischen Spielen. Da war ich auch dabei. Und ja, ich wurde im Deutschen Haus oder generell bei den Olympischen Spielen viel gefragt, was meine Meinung dazu ist. Und ich habe da verschiedene Ansichtspunkte. Und die wollte ich einfach in diesem Video ansprechen. Genau, erstmal kurz Zusammenfassung. Wir haben gegen Südkorea im Bronzekampf bei den Olympischen Spielen. Und ich habe meinen ersten Kampf gemacht. Ich habe zum Glück meinen Kampf gewonnen. Stand 1-0. Dann haben wir leider 3 Punkte hintereinander verloren. Da stand es 3-1. Igor seinen Kampf gewonnen. Stand 3-2. Und Igors Kampf, der ging auch sehr lange ins Golden Score. Und wurde, glaube ich, mit einer Strafe gewonnen. Hat Miriam Butgereit ihren Kampf gewonnen. Dann stand es 3-3. Und wenn es 3-3 steht im Judo, heißt es, es wird ausgelost, welche Gewichtsklasse dann nochmal kämpft, weil 3-3 ist ja unentschieden. Und dann ausgerechnet von allen Gewichtsklassen. Ich habe natürlich gehofft, meine drum kommt dran, dass ich den Sieg holen kann. Leider kam Igors Gewichtsklasse. Wir haben uns natürlich gefreut, weil Igor seinen Kampf gewonnen hat. Und auch gegen einen 66-Kilo-Mann gekämpft hat. Als 73er ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man gewinnt, weil man eine Gewichtsklasse oben drüber ist. Also bei dem Kampf war es halt so, wenn der nächste Kampf ausgelost wird, dann geht der Kampf direkt schon Golden Score los. Das heißt, der nächste Vasari, also eine halbe Wertung, beendet auch schon den Kampf. Ich glaube, der Kampf ging schon dann wieder 5 Minuten und es stand, glaube ich, 2-1 Shidos. Ja, die Sache ist, Iggy hat den dritten Shido bekommen für Passivität, was eigentlich keinen Sinn gemacht hat. Auch in meinen Augen. Ich habe jetzt nochmal den Stream mir angeguckt. Ich habe jetzt genau geguckt. Iggy hat einen Ansatz gemacht, einen Sumigaeshi-Ansatz, einen guten. Und dann hat der Südkoreaner 2 Ansätze gemacht und Igor hat die Strafe für Passivität bekommen. Was meiner Meinung nach eigentlich nicht geht, weil für 2 Ansätze, die man gemacht hat, kriegt der andere normalerweise keine Passivitätsstrafe. Das ist schon mal sehr komisch. Dann gibt es die Regelung im Judo, erinnert zu haben, im Regelwerk der IJF steht, wenn 45 Sekunden kein Angriff passiert ist, dann kriegt man Schiede für Passivität. Das machen die ja auch, wenn beide Leute keinen Ansatz machen. Kriegen beide einen Shido für Passivität und dann kommt es ja auch vor, dass Leute beide den Kampf verlieren, weil beide nichts gemacht haben und mit 3-3 Shidos gehen. Also offizielle Regel ist, glaube ich, bei mindestens 45 Sekunden muss man einen Shido kriegen. Und diese Sequenz von 2 Angriffen, die ist innerhalb von 20, 25 Sekunden passiert. Also macht auch nach dem Regelwerk keinen Sinn, warum da jetzt ein Shido gegeben wurde. Und ich habe da so 2 Theorien. Die erste Theorie ist, ich habe mir den Kampf mal angeguckt und der Ansatz vom Südkoreaner war der letzte Angriff, bevor der Shido gab, war der beste Ansatz im ganzen Kampf. Also der Südkoreaner hätte Igo fast geworfen mit dem Morotte, Ryotoshi. Und ich glaube, sie wollten den halt damit belohnen, weil es waren generell nicht so starke Ansätze im Kampf da und weil es halt so ein guter Ansatz war, haben die Kampfrichter dann entschieden, okay, wir geben jetzt das Shido für Passivität. Weil es war echt ein guter Angriff und alle anderen Angriffe oder die vielleicht noch kommen werden, werden wahrscheinlich nicht super sein. Deswegen geben wir jetzt und belohnen jetzt den Südkoreaner damit und geben dem Igor einen Shido. Meine zweite Theorie ist, die wahrscheinlich mehr Sinn macht, ist, ich habe mit anderen Leuten gesprochen, es kann sein, weil das Team-Event sehr viel Zeit genommen hat und geschluckt hat. Und das Finale stand noch aus Frankreich gegen Japan. Und es gibt ja einen gewissen Zeitplan bei Olympia und jede Sekunde, jede Minute kostet Geld. Und ich vermute einfach, dass das Olympische Komitee der IJF Druck gemacht hat und gesagt, ey Leute, ihr habt einen Zeitplan, das geht gerade viel zu lange, ihr kämpft voll lange im Golden Score und das Finale ist noch gar nicht passiert und das wird wahrscheinlich auch nochmal richtig lange dauern. Und ich hab mir einfach gedacht, vielleicht kriegen die einfach voll viel Ärger vom Komitee und meinen, ihr müsst es beenden oder die müssen halt für jede Minute, die sie über den Zeitplan sind, nochmal draufzahlen. Eins von beiden. Vielleicht war es eine Sache, es ging um Geld vielleicht oder ja, Ärger mit dem Komitee. Deswegen haben die gedacht, gut, wir müssen jetzt irgendwie den Kampf beenden, ansonsten haben wir ein Problem. Und wenn man darüber so nachdenkt, ist eigentlich schade, dass so ein wichtiger Kampf bei den Olympischen Spielen aus so einem Grund entschieden wird. Ich weiß nicht, ob es so ist, das ist einfach eine Vermutung von mir, aber könnte wahrscheinlich sein. So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es, ey, wegen sowas wird jetzt ein Kampf entschieden. Ein ganzes Team eine Medaille verpasst oder ein ganzes Team eine Medaille gewinnt. Wenn ihr andere Ideen habt oder Sachen euch einfallen, woran es doch noch liegen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Insgesamt zum Kampf. Ich bin wenigstens froh, dass ich meinen Kampf gewonnen habe, weil dein 80er wäre ein sehr, sehr guter. Das ist einer der besten bis 81. WM-Medaille geholt, Olympiamedaille geholt
und hat, soweit ich weiß, so gegen Grealish Fili den schwierigsten, also den härtesten Kampf gemacht. Und nur weil es ein 81er war, hieß es nicht für mich, dass es einfach gegen den zu kämpfen war. Von daher bin ich schon happy, dass ich gegen ihn gewonnen habe. Habe auch ganz safe gekämpft, habe jetzt nicht so offen gekämpft, wie ich normalerweise kämpfe. Mir ist beim Schneiden des Videos noch was aufgefallen, was ich noch sagen wollte. Der Finalkampf Frankreich gegen Japan war ja auch sehr dubios, weil es stand auch 3-3 und dann wurde zufälligerweise Thaddeus Rennes Gewichtsklasse, also die plus 100 Kilo, ausgesucht. Es wäre bekannt gewesen, dass es sein letzter Kampf ist, seine letzten Olympischen Spiele. Dann wird ausgerechnet er ausgesucht, der sowieso den Kampf dann auch gewinnen würde. Er hat den Kampf gewonnen und ein schöneres Ende für sein Karriereende hätte man gar nicht sich ausmalen können. Ich habe jetzt gehört, dass er vielleicht doch noch weitermacht, aber das ist jetzt egal. Aber ich habe mir nur gedacht, alle haben sich da gerade in dem Moment gedacht, das kann doch kein Zufall sein, dass Teddy René nochmal ausgesucht wurde. Ob das wirklich so ein Zufallssystem ist, weiß ich nicht. Und noch eine Sache, die mir eingefallen ist, alle reden darüber, wie Iggy seinen Kampf verloren hat. Aber man muss auch sagen, es haben ja auch drei Leute ihre Kämpfe viel klarer verloren. Also es wurde dreimal mit Ippon bei uns verloren. Ich will gar nichts gegen die Leute sagen. Es ist ein starker Gegner auch gewesen, aber es wird jetzt nur drauf geschaut, Iggy, der seinen Kampf davor gewonnen hat und dann am Ende diesen ausgelosten Kampf ganz blöd mit diesem Shido verloren hat. Darüber wird nur gesprochen, aber wir haben ja einfach auch 3 Punkte vorher ganz klar verloren. So, über das wird überhaupt gerne kein Wort gewechselt. So, denk mal drüber nach. Ciao.